etwa dafür, wer du bist oder woher du kommst? Issi dachte an zu Hause. Naja, ich... Sag mal, wann möchtest du ihm endlich die Wahrheit sagen? Noch nicht. Ich denke, wir warten besser noch ein bisschen. Wenn wir es ihm jetzt sagen, ist es für ihn noch ein zu großer Schock. Issi! Issi! Hey, antworte doch mal! Oh, was? Wie bitte? Sehr seltsam. Sieh dir mal an, was da los ist. Oh je. Auf dem Laptop bewegten sich plötzlich die Buchstaben. Die Buchstaben machen sich selbstständig. Und das hier fängt auch an zu leuchten. Ich will nach Hause. Ich auch. Mimi, TK, Matt und die Digimon standen noch immer vor dem Fließband und versuchten herauszufinden, was hier eigentlich vor sich ging. Was geschieht hier? Keine Ahnung. Issi starrte auf den Bildschirm. Seltsame Dinge passierten dort. Das Programm arbeitete von ganz allein und stellte irgendwelche Daten zusammen. Tentomon fühlte sich auf einmal nicht wohl. Oh, mein Körper wird so heiß. Ich halte das nicht mehr auf, diese Hitze. Was ist los? Oh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh, es tut so weh. Issi überlegte, was er tun sollte, wie er seinem Freund helfen könnte. Ich fühle mich wie ein Bügeleisen. Warte, ich tue, was ich kann. Dann kam ihm die Idee, den Computer auszuschalten. Tentomons Zustand besserte sich sofort. Draußen auf der Brücke wurde es immer gefährlicher. Andromon war nur noch wenige Meter entfernt. Tai sprang von der Brücke auf einen Kran. Jetzt kannst du was erleben. Tai erwischte Andromon mit dem Kranhaken und ab ging es nach oben. Für dich! Andromon zappelte wie ein Fisch an der Angel. Renn weg! Das ist eine Gefahrenzone! Wir müssen die anderen warnen! Diese Fabrik ist so programmiert, dass sie erst etwas herstellt, was sie später wieder zerstört. Es wird also etwas hergestellt, auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, aber was für Sachen stellt sie denn nun eigentlich her? Nichts. Nichts? In dieser Fabrik wird in Wirklichkeit nichts hergestellt. Versteht ihr das nicht? In diesem Moment stießen Issi und Tentomon zu den anderen. Hey, hört mal! Ich hab was Tolles rausgefunden! Was ist es denn? Pass auf, in dieser Fabrik erzeugt das Programm die Energie selbst. Eigentlich ist sowas ganz und gar unmöglich. Nichtstoffliche Informationen wie Dateien und Programme werden umgewandelt und stofflich aufgearbeitet. Unglaublich, das ist ein wissenschaftliches Phänomen. Hallo! Hast du endlich was rausgefunden? Renn weg, Andromon, komm! Andromon? Was machen wir jetzt? Er nahm sie ins Visier. Eindringlinge, vorwärts, endgültig zerstören. Dann beschoss er die Kinder mit zwei Torpedos. Alle sprangen schnell zur Seite, bis auf TK. Er konnte sich vor Angst nicht bewegen. Hilf mir mit! TK! Überlass das mir! Gabumon erkannte die Gefahr und wusste, dass nur wenn es digitieren würde, eine Chance bestand, TK zu retten. Gabumon, digitier zu! Garurumon konnte die Torpedos von ihrer Flugbahn abbringen. Ein Torpedo explodierte dabei. Der andere eröffnete das Feuer auf die Kinder. Jetzt war Agumon an der Reihe. Tai war in großer Gefahr. Und Agumon digitierte. Agumon digitiert zu! Mit dem Schwanzende zerschmetterte Greymon den Torpedo. Gemeinsam ging sie auf Andromon los, aber Andromon konnte beide abwehren. Pass auf, Greymon! Gahurumon, Achtung! Spiralschwert! Das Spiralschwert traf Gahurumon am Kopf. Greymon griff jetzt an. Mega Flamme!
scheint eisenhart zu sein, ziemlich weit digitiert. Es ist viel weiter als unsere Digimon. Es hat mehr Kraft und ein schnelleres Reaktionsvermögen. Aber wie sollen wir es dann nur besiegen? Andromon warf Greymon über seine Schulter und knallte ihn auf den Boden. Los, du schaffst es, Greymon! Los, weiter, Garurumon! Chrissy, erinnerst du dich an das Computerprogramm? Wollen wir es versuchen? Ja, klar! In Ordnung. Ich wünsche uns viel Glück. Issy startete das Computerprogramm. Und schon nach wenigen Sekunden reagierte Tentomon darauf. Die Energie, die freigesetzt wurde, schien bei Tentomon große Kräfte hervorzurufen. Oh, ich fühle Energie in mir. So viel Energie. Geht's dir gut, Tentomon? Tentomon, digitier zu Kabuterimon. Aus Tentomon wurde Kabuterimon, ein Digimon mit 4 Armen und 4 Flügeln. Garurumon und Greymon konnten gegen Andromon kaum etwas ausrichten. Kabuterimon stieß zu den anderen und griff Andromon an. Doch Andromon konnte ausweichen. Endgültig zerstören! Er schoss 2 Torpedos los, die Kabuterimon verfolgten. Verdammt, hat Andromon denn keinen schwachen Punkt? Schwachpunkt? Und Issy entdeckte seinen Schwachpunkt. Am rechten Bein hatte Andromon einen offenen Stromkreis. Kabuterimon, das rechte Bein! Konzentriere dich auf Andromons rechtes Bein! Kabuterimon zerstörte die Torpedos und flog auf Andromon zu. Eine Energiekugel traf Andromons rechtes Bein. Im gleichen Moment verließ das schwarze Zahnrad Andromons Körper. Was ist das denn? Das schwarze Zahnrad verschwand in den Wolken. Jetzt ist es weg. Andromon wurde wieder ein friedliches Digimon. Es erzählte, was vorgefallen war. Das Böse ist weg. Ein schwarzes Zahnrad war in der Maschine. Andromon wollte es nehmen. So ist alles passiert. Ein schwarzes Zahnrad? Schon wieder. Es tut mir sehr leid. Ihr wolltet mir helfen und ich... Das haben wir längst vergessen. Es war ein Betriebsunfall. Ich weiß, ihr habt einige Fragen, aber ich kann euch die Antwort nicht geben. Andromon zeigt euch den Weg, wie ihr hier rauskommt. Geht durch den unterirdischen Tunnel. Danke für den Tipp, Andromon. Ich wünsche euch Glück. Ich wünsche euch, dass ihr bald in eure Welt zurückkehren könnt. Unsere Freunde gingen in den unterirdischen Tunnel. Hier unten erinnerte alles an eine Kanalisation. Überall war Wasser und es war sehr feucht. Und Hopse! Gut, jetzt sind wir wieder vollzählig. Es ist so feucht und unheimlich hier. Ich fühle mich nicht wohl. Ich auch nicht. Sag mal, Issy, du hast doch Tentomon mit deinem Computer dazu gebracht, zu digitieren, oder? Ja, das ist richtig. Könntest du das vielleicht nicht auch mit Patamon erreichen? Mit etwas Glück ist mir das sogar möglich. Wirklich? Issy tippte auf der Tastatur herum, als plötzlich die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Hä? Da stimmt was nicht. Was ist los? Ist der kaputt gegangen? Nein, ich hoffe jedenfalls nicht. In solch einem Fall hilft nur draufschlagen. Ja, Tai! Issy sprang schnell zur Seite und Tai und Agumon stießen mit ihren Köpfen zusammen. Bei euren Schädeln hilft auch das Draufschlagen leider nicht mehr viel weiter. Issys Computer hörte wieder auf zu arbeiten. Keines der Kinder ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass er der Schlüssel war, um das Geheimnis zu ergründen.
Digimon wird dich begleiten, der beste von allen Zeiten.